Eine Nahaufnahme Blick auf Reifen Gummigranulat Kunstrasen. Reifen Gummikrumen Kunstrasen für Sportplätzen eingesetzt, sowie ein Kinderspielplatz Oberflächen. Mehr als 25% der chemischen Zutaten verwendet, um jeden Reifen vornehmen, werden als mikroskopisch kleine Nanopartikel eingeführt. Ein Elektronenmikroskop zeigt die Reifenkrümel ultrafeinen Partikel, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Zooming zeigt wieder die winzigen Teilchen. Ihre scharfen gezackten Kanten in den tiefsten Tiefen der Lunge steckend bleiben. Die kleineren Teilchen sind die Größe von Feinstaub kleiner als ein menschliches Haar, die etwa ein Zehntel Millimeter dick ist. Im Gegensatz sind die einzelnen winzigen Hashzeichen gezeigt hier auf dem Objektträger nur ein Hundertstel Millimeter auseinander. Fortsetzung zu verkleinern. Beginnen wir jetzt auch die größeren Reifenkrümelteilchen sehen, die mit dem bloßen Auge gesehen werden kann. Der Kreis hier auf dem Objektträger gesehen beträgt etwa 4 mm im Durchmesser. Selbst die größten Reifenkrümelpartikel sind nach wie vor nur die Größe eines Sandkorns. Reifenkrümelpartikel enthalten hunderte von Chemikalien, einige gefunden wurden, um Krebs zu verursachen, sowie als Mutagen und Entwicklungs- und Reproduktionsgiftstoffe wirken. Hunderte von Tonnen Reifenkrümelpartikel werden über die Oberseite jeder kunststoffathletischen Kunstraseninstallation verteilen. Arbeiter versuchen oft Atmung in den Staub zu verhindern, indem Atemschutzmasken zu tragen. Während Praktiken und Spiele, Sportler treten immer wieder auf den Reifenkrümel, die den Reifenkrümelstaub aufwirbelt, während zur gleichen Zeit es in noch feinere Partikel Zerkleinerung. Die feineren Partikel können in der Luft für längere Zeit suspendiert bleiben. Die Reifenkrümelpartikel können den menschlichen Körper durch Einatmen, Verschlucken, durch die Haut durch offene Schnitte geben, sowie andere Mittel. In Zeiten der körperlichen Anstrengung eine Inhalationsaufnahme des Athleten aus 6 Litern erhöhen, auf bis 10.000 Liter. Die scharfen Kanten der Partikel erlauben sie potenziell sowie Losch im Magen-Darm-Trakt zu reizen, sowie der oberen Atemwege. Die winzigen Partikel können ihren Weg in die kleinsten Teile der Atemwege zu finden, wo sie eingeschlossener über längere Zeiträume werden kann. Athletpositionen wie Fußball-Goalies, die höchsten Forderungen an den Reifenkrümelpartikel auftreten, waren die ersten, zufälligen Fälle von Krebs zu zeigen. Das Immunsystem von Säuglingen und Kindern sind besonders anfällig für Reifenkrümelpartikelaufnahme und seine chemischen Einflüsse, auch während des passiven Aktivitäten. Abschließend: Die variable Make-up von Krümelteilchenreifen macht chemische Belastungen und ihre Auswirkungen auf die eines Gesundheit des Einzelnen nicht vorhersehbar.